first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei Conan Exiles mit, Problem am Anfang. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, denn die Mathilde ist auch dabei. Jo. Auf dem kleinen Bildschirm unten seht ihr sie wahrscheinlich, oder wir machen das mal über sie, dass sie erstmal das sieht, was sie sieht. Und später wechseln wir nochmal, weil irgendwie, wenn wir beide Charakter erstellen, dann fliegt der Server weg, so die Vermutung bisher. Jetzt bin ich schon mal hier gerade unterwegs, ein bisschen am Erkunden, aber bisher ist der Server noch da. Normalerweise ist er nach 5 Minuten abgebrochen oder, keine Ahnung, ausgegangen. Aber wir haben jetzt quasi mal die ersten 5 Minuten überlebt. Ja, ihr seht das jetzt auch gerade hier bei mir. Also man kann hier relativ viel ein bisschen am Gesicht rumschrauben. Ich spare mir das jetzt einfach mal so ein bisschen. Das Einzige, was ich mache, ich passe meine Augenfarbe an. Ich will quietschgrüne Augen haben. Ach so. Ah, ich bin klein. Ich bin klein. Ich weiß gar nicht mehr, was hier so die einfachen Viecher waren, was die schweren waren. Kann ich dich zerhacken? Boah, Weg so, zum Sieg. Jetzt wird's spannend, weil jetzt gehe ich auf den Charakter und wir switchen da nochmal komplett bei mir aufs Video, auch was den Ton angeht auf jeden Fall, weil da haben wir jetzt nochmal ein kleines Intro-Video. Achso, wir sehen noch meine Verbrechen. Hier hängt Mathilde, wegen folgender Verbrechen verurteilt. Verkleidung als Priesterin, Banditentum und Besudeln einer Statue. Ach, das geht ja sogar. So, pst. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands. Crucified. And left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thank you.
thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. Sehr schön. This land does not love men. You are marked. And you cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live, love, burn with life, slay and survive. We will meet again, dead woman. Okay. Gut. Jetzt können wir wieder reden. Das Video ist zu Ende. Okay. Ja, ich hatte gerade gesehen, eine Söldnerin quasi hat gegen ein Krokodil gekämpft und verloren. Daraufhin hat mich das Krokodil versucht anzugreifen. Ich bin ausgewichen und habe schnell die Leiche geplündert, aber mehr als eine Kopfbedeckung und Sandalen war nicht mit drin. Und jetzt brauche ich ein bisschen Fell. Ich habe einen Trinkschlauch gefunden. Ja, den habe ich übersehen am Anfang. Den gibt es im Anfangsgebiet. Und wenn man den nicht hat, muss man sich den basteln. Vor allem, ich dachte, ich hätte echt meine Möpse so ein bisschen kleiner gemacht, weil ich... Weiß nicht, es müssen ja nicht so eine Mega-Brüste sein, die hier rumwackeln. Aber irgendwie sind die trotzdem voll riesig. Also, jetzt auf dem Bild nicht, aber so von der Seite irgendwie, keine Ahnung. Okay, mein Magen knurrt. Ich esse jetzt die Eier, die ich jetzt gefunden habe. Mach das. Mmh, lecker, rohes Ei. Habe ich die gegessen? Okay. Mmh, lecker, rohes Ei. Brauchen wir morgens gleich zwei. Mmh, bringt nur ein bisschen. Du bist einfach, dich töte ich. Tierhaut. Jetzt basteln wir uns mal einen kann ich immer ich noch nicht. Ich habe eine Arbeitsbiene gefunden. Ah, verdammt, ich habe einen Trinkschlauch. Oh, hier liegt ein Toter. Kann ich den auseinandernehmen? Bestimmt, wenn ich eine Axt habe oder so. Ah, einfach ins Wasser stellen, Trinkschlauch auf 6 drücken und schwuppdiwupp. Ah, hier sind überall Barbaren, das gibt's doch nicht. Boah, ich kann die Leiche nicht auseinandernehmen, schade. Ach, warte, da war ja noch so ein... So, jetzt habe ich wenigstens schon mal eine Hose an. YouTube. Mein Oberteil ist auch gleich fertig, immerhin. Hm.
Gut, ich habe zumindest einen Clan erstellt. Ich weiß noch nicht, wie ich dich da hinzufügen kann. Vielleicht müssen wir uns ja erst treffen, bevor du das machen kannst. Ja, ich komme ein Stück zurück. Ich komme jetzt zumindest hier gerade an. Ah, Kampfmusik, nicht gut. Ah, war, gab's da nicht so ein Blocksystem oder bin ich doof? Ich weiß es nicht. Der haut mich ja weg hier. Der Kronenersatzmann. Ach, ich weiß es echt nicht mehr, wie das geht. Ich bin gleich im Anfängergebiet. Ja, ich auch. Ich bin wieder da. Ich bin gestorben. Oh. Jetzt muss ich zu meinen Knochenhaufen. So. Ich bin wieder nackt. Chimärischer Verband hat mich gekillt. Sackgesicht. Warte mal, ich habe doch einen Stringschlauch gefunden. So, den kann ich schon mal da hinpacken. Okay, da ist ein Kaninchen. Und da ist irgendein anderes großes Viech. Juhu, ich habe ein Kaninchen getötet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Soll ich dann vielleicht einfach hier direkt mal auf dich warten? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Hast du die zerstörte Brücke entdeckt? Nein, noch nicht. Gut. Dann bist du nicht da, wo ich bin. Warte ganz kurz, ich ziehe mich nur ganz kurz an. Oh nee, das bist du nicht. Ich gehe mal weiter zum Fluss. Ja, von da komme ich ja. Oh oh, irgendwas ist hier gemeines. Ich will noch nicht kämpfen. So. Ich höre links und rechts von mir irgendwelche Barbaren. Ich gehe erstmal ins Wasser. Oh, da ist auf jeden Fall ein Feuer. Ja, Feuer heißt böse. Ja, das ist mir auch klar. Kommen die hinterher? Nein. Ach, das waren Ghule oder sowas. Wenn du am Fluss bist. Ja, bin ich. Gibt es entweder auf der linken Seite eine zerstörte Brücke oder auf der rechten von einer Flussseite ja, so kleine Bergspitzen. Ich sag mal Doppelhecker. Ich habe die Wächter entdeckt. Hier sind so zwei Typen, die so ein... Es sind überall hier Leute am Strand. Nein, das sind so Statuen, so große Statuen. Ach, die sind ja ganz weit rechts. Das ist ja richtig rechts, damit hast du gar nicht den Weg genommen. Oh, hehe. Da bist du ja straight nach rechts gelaufen. Die sind doch hier hinten irgendwo. Wie kann ich denn mein Wasser auffüllen? Macht ihr das automatisch? Nein, du musst dich ins Wasser stellen und einmal dann auf die Taste. Ich mach's so, ich ziehe sie mir, sage ich mal, auf die 8 oder so. Ah, okay, ja, und dann einfach auf die Zahl klicken. Ja, hab ich. Okay. Ja, da ganz hinten ist Mathilde. Ich sehe die beiden Wächter. Wir haben so eine Stabwaffe mit einer geschwungenen Klinge. Genau, dann versuche ich mal in deine Richtung zu kommen. Also ich komme jetzt quasi... Bist du schon auf der anderen Flussseite, oder? Nein. Gut, ich renne jetzt den Strand hoch. Da steht jemand. Da ist ein Lagerfeuer, das ist schon mal... Kaninchen! Ah, hier hatten wir mal unsere Basis gebaut, daran kann ich mich noch erinnern. Kann man nicht hier so hüpfen? Wir hatten uns irgendwann mal so hier diesen so hüpfen. Teich, der war eigentlich... den wir da mal hatten. Ja, aber hier... Wir brauchen ja nicht so groß, also das Kleine war hier auch damals nett. Hui, yep. Ja, die haben mich erfasst. Bist du denn schon auf der anderen Seite? Ach so.
Jetzt verstehe ich das Problem. Ich fahre auf der Mitte quasi. Also ich bin fast bei der Statue. Okay. Ich schwimme dann mal auf die mittlere Insel. Oder nicht? Ja, von da bin ich quasi. Oh, komm nicht zur mittleren. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Da, Krokodil, Krokodil, Krokodil. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Da habe ich keinen Bock drauf, die sind... Krokodil habe ich keine Lust. Ja, es ist zurücklaufen. Warte, bleib wo du bist. Ah, treten geht auch. Cool. Ay, was trittst du denn? Nee, man kann generell treten und ausweichen. Aha. Auf was denn? STRG. Ah. Ah, guck mal, ich kann mich rollen. Hui, hui. Wie hast du das Rollen gemacht? Auf Alt. Oh. Jetzt hätte ich lieber auf der Maustaste. Ah, Spacebar ist Springen, wenn man Ausdauer hat, okay. So, jetzt wüsste ich aber erstmal, wie kriegen wir das hin? Dass wir ein Team werden. Ja. Also ich habe ja schon mal einen Clan erstellt. Da kann ich ja bestimmt Leute irgendwie zum Clan anwerben oder Clan verlassen. Stimmt. Bearbeiten, Offline-Mitglieder anzeigen. Tja, hierüber nicht. Gute Frage. Da es eine Clan-Funktion gibt, muss ich doch irgendwie die Leute einladen können, oder? Wie heißt dein Clan? Heinrich YouTube. Heinrich, alles zusammengeschrieben? Warte. Ach nee, Clan YouTube, Entschuldigung. Clan, Leerzeichen YouTube, C und A, C und Y groß. Clan, Leerzeichen YouTube. Wirst du wahrscheinlich nie finden. Clanname wird bereits verwendet. Verdammt, warum konnte ich einen erstellen? Was, wenn ich Clan verlasse, mache? Oh, dein Clan wird gelöscht und alle deine Gebäude gehen verloren. Das ist schon mal gut, dass ich nicht gebaut habe. Kann ich denn Leute zum Clan? Willst du mal einen erstellen? Ups, das blenden. Ich wollte gerade H&M machen. H&M? Heinrich und Mathilde. Nee, die Welfen. Die Welfen. So. So. Nachricht des Tages. Wie kann ich jemanden dazu ziehen? Anzeigen. Ja, schön. Okay. Irgendwie, nee, ne? Steht nicht drin oder so, oder? Nee. Mein Magen knurrt. Irgendwie doof. Oh, scheiße, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ja, haha. Weißt du noch, wo der See ungefähr war? Ja, weiß ich. Ich hab's mir schon auf der Karte angeschaut. Follow me. Okay, I follow you. Ach, es sieht mir alles so bekannt aus. Ja, weil wir hier schon mal waren.
Ah, hier ist er ja schon. Genau. Unser kleiner See. Ich will noch mal wissen, wie das mit diesem scheiß Clan-Einladen ging. Und da vorne sind Viecher. Oh. Oh, oh, oh. Einige Viecher. Oh. Ja, weil ich wollte gerade zeigen, wo wir früher unsere Basis hatten. So, klettern wir mal hoch. Dann sind wir nämlich bestimmt erstmal von den... Oh, ein Riesenkrokodil. Alter, hier willst du wohnen? Bin mir nicht mehr so sicher. Da. Also wir haben damals da oben unser Gebäude angefangen. Alter, das ist ja ein Monstrum. Pass auf, ich bin einmal kurz nicht mehr zu sehen im Video. Ich google einmal, wie das geht. Oder nee, ich frag mein Handy. Ich habe ja mein schlaues Telefon. Ja, frag mal Telefon. Teflon. Frag mal mein Telefon. Ich frag mal Google. Google, wie lade ich jemanden in meinen Clan ein? Ich guck mal, ob ich auf einer anderen Seite da hochkomme. Oh, was ist das denn? Mini-Krokodile. Ach, das ist ja süß. Es gibt Mini-Krokodile. Ach, das ist ja süß. Und das lebt. Ich will nicht, dass du ein großes Krokodil wirst. Ich mag keine Krokodile. Kein Baby-Krokodil. Nee, auch kein Baby-Krokodil. So. Nein, ich... Gib mir doch hier ein neues Suchding. So. Conan. Exiles. Clan. Einladen. Ey, weg ihr Geier, ist jetzt meins. Verpisst euch. Oh, es gibt Geiernester. Clan erstellen und Spieler einladen. So. Bla bla bla. Bla bla. Ja, das ist schön. So. Okay. Also, man kann sie nur einladen, wenn sie vor euch stehen. Aha. Das tat ich ja so quasi. Okay, jetzt muss ich zu dir hochklettern, ne? Man muss eh gedrückt halten anscheinend. Aua. Das habe ich mir den Fuß gebrochen. Keine Ahnung. Hier hinten kommst du hoch. Ich dachte mir, hier oben sind wir von den Viechern sicher. Mhm. Und haben den Seeblick. Ja, bleib doch mal stehen. Bleib doch. Bleibst du stehen. Ah. Ah. So einfach. Yeah. Der Clan. Wir sind ein Clan. Die Welfen. Genau. Da ist ein Vogel. Ja. Da sind zwei Vögel. Die waren hier. Die habe ich jetzt mal verscheucht. Die sind bei mir aber noch hier. Ich habe gelernt, dass ich Feuer machen kann. Ich glaube, die Nester sind auch von denen hier. Bleiben da einfach stehen. Die werden sich ja gar nicht. Ich mache hier einfach mal ein Feuer an der Seite. Hab ich Holz? So, hier. Brennstoff. Verdorbenes Fleisch. Kann ich nicht irgendwie... Ich mach mal Holz. Mal gucken, was man damit so bauen kann. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Ja, ich habe hier auch noch so ein bisschen Fleisch, was ich mir gleich reinziehe. Und aus. Stopp. So, da ist auch Holz drin. Guck mal, wie geht. So, mache ich das. Lebensmittelvergiftung. Oh. War das interagieren. Nicht... So. Wenn ich das verdorbene Fleisch drauf packe. Meins war nicht verdorben, glaube ich. Meins war verdorben. Ich habe nur Samen und Insekten, die ich essen kann. Ja, Insekten. Ach so, vielleicht muss man das noch anstellen. Ist das überhaupt an? So war eigentlich an. Stopp. Krieg ich das kaputt hier?
Da muss ich jetzt erstmal wieder Insekten essen. Yay. Oh, man kann hier Federn abbauen durch die Nester. Die gehen ja gar nicht mehr weg. Scheiße, die bleiben ja. Bauobjekte. So, ich mache mir jetzt erstmal eine Bettstatt und dafür brauche ich Zwirn. Ja, ich wollte erstmal eine Kiste machen, aber dafür brauche ich auch Zwirn. Ja, ich habe Hunger, ich weiß, heul doch. So, ich brauche Fleisch. Wir müssen jagen gehen. Ah ne, erstmal setze ich hier mein Bett irgendwo hin. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gebaut. Hier ist nämlich so ein Vieh. So. So, jetzt habe ich erstmal hier einen Spawnpunkt. So. Oh, da ist Mama. Da. Mama stören wir mal nicht. Ich bin unten. Ich habe dich gar nicht markiert auf meiner Karte. Ja, wo unten? Vor? Links, rechts, oben, unten, da bist du. Achso, ich dachte, ein Feind will gerade kommen. Ah, vielleicht soll ich mir auch noch mal ein bisschen mehr zum Anziehen machen. So, jetzt kann ich oben schon mal eine Holzkiste bauen. Jetzt sammeln wir mal gleich ein bisschen Stein. Ich bräuchte irgendwas Kleines, das ich schlachten kann. Was ich schaffe. Damit ich was zu essen kriege. Oh, kletter hoch. Oh nein, das ist ein Koko! Ich brauche 100 Holz. Koko! Der große oder was? Nee, nicht das ganz große. Ja, mein Magen knurrt, ich weiß. Heinrich, ich brauche Fleisch. Ich traue mich nicht allein zu jagen. Ja. Ich verhungere. Ja, ist doch auch mal was. Du kannst doch Bären essen. Ich habe keine Bären gefunden bis jetzt. Ich habe nichts zu essen. Hier gibt es überall Büsche und Steine. Lecker. Hier, wollen wir den Großen da platt machen? Wüstenbär, ja. Und wehe, ich sterbe dabei. Ich habe nämlich noch nicht irgendwie... Am besten die hacken gleichzeitig drauf. Oh, warte. Ja, okay. Attacke. Okay. Oh, der dauert ja ewig. Aua. Aua. Schnauze. Ich hab ein Fleisch. Ich hab gar nichts gekriegt. Ah, da braucht man bestimmt noch irgendwie mehr Waffen und so. Bessere Waffen. Vielleicht haben wir auch mit den falschen Waffen auseinandergenommen. Hier, soll ich das Fleisch rausschmeißen? Ja. Kann ich das rausschmeißen? Da, Fleisch. So, dann gehe ich das mal ganz schnell braten, ne? Und ich hacke mal Bäume. Denk daran, ach, die Mama ist ja auch noch irgendwo. Die liegt am Nest. Ja, ja, mein Magen knurrt, ich weiß. Sind da wieder die Vögel oben? Mal ein bisschen Beeren und Käfermix essen. Ja. Braucht man echt 100 Holz für eine Kiste, ist ja hart. Warte mal, Samen kann man doch auch essen, bestimmt. Bestimmt. Nein, nicht rausschmeißen. Oh, mein Werkzeug ist kaputt. Ach, die Samen kann ich nicht essen. Nee? Nein. Ah, Samen. Daraus die konnte man zermalmen und, glaube ich, Sklavenfutter draus machen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt erstmal eine kleine... Ah, Krokodil! Ich wundere mich gerade, wo kommt diese scheiß Kampfmusik her? Ich habe dieses scheiß Vieh nicht gesehen.
Oh. So, 100 Holz, ich komme zurück. Ich kann eine Truhe bauen. Juhu. Ich kann mir auch eine Truhe bauen. Wie, hast du schon 100 Holz? Ja. Dann bau du doch eine Truhe, dann kann ich was anderes bauen. Ich habe sie gerade zusammengekriegt. Ah, diese Vögel. Ah, ich kann noch keine Truhe bauen. Ich habe das Rezept nicht. Ihr musst ja lernen, davon kriegst du Erfahrungspunkte. Ich kletter erstmal hier wieder hoch, so. Dann stelle ich das mal her. So. So, Truhe gebaut. Ich packe sie einfach mal. Erstmal mache ich mir noch Schuhe. Nicht Kontakt auf Boden. Achso. So, einfach mal neben das, So, hier Fliege brauche ich nicht. Packe ich da mal rein. So, ich kann hier nur noch Zwirn herstellen. Verbrauchsobjekte gar nichts. Bauobjekte. Ein Schrein kann ich bauen und eine Rohlederbettstatt theoretisch. Ach, ich habe, glaube ich, vorhin die falschen vielleicht. Talente muss ich lernen. Ah, da sind die. Okay. Steinmetzlehrling, Dekoration, Überleben. Ich habe vorhin die falschen Fleisch Fetzen gefressen. Nämlich die rohen. So, jetzt baue ich uns erstmal ein Bettchen. Oder mir ein Bettchen. Ich brauche... Oh, Fasern. Zwei Stück fehlen. Ich habe gelernt, einen Bogen zu machen, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Bogen ist nicht verkehrt. Scharmützler? Ah, das ist auch nicht schlecht. Krieger machen wir auch. Verteidiger ist auch gut. So. Steinmetzlehrling, das wäre das nächste. Okay, gut. Dann Bogen. Was brauche ich dafür? Ich brauche Zwirn. 7 Stück. Gut. Komm mal zu. Boah, ich bin ja wieder so richtig am Holzhacken. Wie ich dieses Spiel liebe, allein wegen dem Holzhacken. Yeah. Okay. So, jetzt stelle ich erstmal mein Bettchen auf. Stehst du da? Ja, ne? Ja. Guckst mir hier bei der Arbeit zu? Nee, ich musste mich gerade erstmal ein bisschen orientieren. Ich werde mich jetzt nämlich gleich darum kümmern, Pfeile zu machen. Und dafür brauche ich Federn. Juhu! Ihr seht's nicht, aber ich habe 302 Errungenschaften bekommen, dass ich ein Bett aufgestellt habe. Das ist ja Hammer. Ah, die verschiedensten Rassen können auch verschiedenste Steine bauen. Oder? Sieht so anders aus, na egal. Okay, ich gehe jetzt Fasern sammeln, damit ich Zwirn machen kann. Also ich habe schon mal... man stellt immer 10 Pfeile her, okay. Oh. Ich habe schon mal eine ganze Menge Pfeile, das ist gut. Bogen ist vielleicht nicht verkehrt. Was ist denn der Unterschied zwischen Schläger, Krieger und Scharmützler? Die Waffen. Achso, der macht mehr Speere. Warte. Bist du unser... Wie lege ich jetzt einen Pfeil? Warte mal. Ah, so. Stein, Doppelschwert. Okay. Ja. Okay. Gut. Ein Pfeil einmal, sonst leere geschossen. Okay.
Also ich habe jetzt erstmal alles an Waffen gelernt, was ich lernen kann. Okay. So, ich versuche jetzt mal was. Ich kletter jetzt da auf diesen Stein und versuche von da mal das eine Krokodil da zu erlegen. Oder ich versuche es erstmal von hier. Das Gute ist nämlich, dass das Krokodil gegen dieses andere Viech da kämpft. Und die werde ich dann gleich auseinandernehmen. Oh! Steindolche. Ich brauche Zwirn. Ah, ich mach's erstmal mit der Axt. Knochen, wo hast du einen Knochen hergekriegt? Das kriegst du, wenn du Tiere auseinander nimmst. Okay. Oh, Eier. Oh, warte mal, ich hatte doch vorhin was in die Truhe gepackt. Meintest du doch, wenn man diese Nester aus... Ach nee, das ist ja so ein anderes... Federn waren hier oben. Mhm. Ah, es wird einem auch hier angezeigt. Oh, hier sind Pilze. Es wird einem auch angezeigt, wie lange es dauert, bis die das Fleisch verdirbt und so. Ja, das ist ganz praktisch. Werde ich mir jetzt nämlich erstmal ein Messer herstellen. So. Dann komme ich mal wieder nach Hause kurz. Es sind noch mehr Eier, die nehme ich mal mit. Kann man nämlich bestimmt auch kochen. Alles zu essen ist gutes Essen. Ich finde das ja mit dem Klettern echt ganz cool. Ja, früher kam man da nicht so leicht, glaube ich, hoch. Da müssten wir, glaube ich, haben wir früher irgendwas gebaut oder viel rumgehüpft, bis wir endlich da oben waren. War auf jeden Fall nicht so leicht. Und dann noch Stein. Genau, jetzt wollte ich noch mal gucken. Talente. Schläger, Steinhammer, Steinpike. Ich wollte den Lehrling lernen. Ja, den Steinmetzlehrling. So. Können wir nämlich anfangen, uns einen Unterstand zu bauen, weißt du? Mhm. Sandsteinfundament. Ich brauche mehr Stein. Überraschung. Ja. Wer hätte das wohl geglaubt? Dann gehe ich mal Stein sammeln. Ach, ich wollte ja auch noch die ganzen Waffen, so Schwert und so, herstellen. Hm. Ich wette, ein Messer ist auch besser, wenn man Viecher zerlegen möchte. Hm, scheiße. Ich kann das Schwert gar nicht... Holzschild gar nicht benutzen mit dem Schwert. Ah, ach, das bist du. Oh. Ja, ein paar Übungsschläge. Ich suche mir mal ein Ziel. Ich will was schlitzen.
Hallo Natur, komm her. Ich habe ein Schwert. Oh, seht ihr das Tier da in der Ferne? Das ist ganz böse. Das ist böse. Hyäne! Ich weiß leider nicht, wo du bist, sonst würde ich dir helfen. Du bist tot. Du bist tot? Und wie kann ich das am besten ausnehmen, das Vieh? Ah, mit einem Pickel kann man eine Rinde von Bäumen abschlagen. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür man die Rinde brauchte, aber es ist gut zu wissen. Kann es sein, dass hier noch einige Tiere dazugekommen sind? Keine Pfeile? Ich hab doch Pfeile erstellt. Knochenpfeil. Du musst, wenn du den Bogen auswählst, ja, musst du auch da die Pfeile sozusagen mit anwählen. Du musst auch im Schnellmenü haben. Ah. Und zum Laden musst du die Zahl, also die Taste drücken, auf dem die Piep, Knochenpfeile liegen. Ich habe erstmal die Babyhyäne getötet. Du bist Krokodil. Da unten, wo du bist. Ah. Da unten sehe ich dich nicht. Hm. Okay, das wird nichts. Ich gehe in die andere Richtung. Und tschüss. Ah ja, und ich wollte Steine sammeln. Jupp, bin ich auch gerade dabei. Damit ich Steinfundamente bauen kann. Oh, ich bin überbelastet. Wenn ich Steinfundamente mache, bin ich da nicht mehr so überbelastet. Ah ja, das hilft. Okay, dann können wir uns jetzt tatsächlich langsam überlegen, wo wir unsere Basis war. Ich habe schon die ersten Steinfundamente fertig. Achso, ich dachte da oben. Ja, ja. Steinfundamente. Sandsteinfundament hast du gebaut, ja? Mhm. Dann mach ich auch mal 5. Dann kann ich mir schon wieder Stein hacken. Weil davon werden wir ja echt arschviel brauchen. Ja. Ah! Aha, du bist Krokodil. Du kommst hier nicht hin. Du kommst hier nicht hin. Und deswegen erschieße ich dich mit meinem Bogen. jetzt muss ich mich erst mal erholen. Keine Ausdauer mehr. Ey, ich mache hier die ganzen großen Steine kaputt. So, warte. Ich hatte doch ein Messer hergestellt, oder nicht? Ja, mit dem Messer könnte man vielleicht die Tiere besser auseinandernehmen. Ja. Ah, ein herstellen. So, ich stelle gerade einen her. Oh, nee. Lassen. Das geht voll kacke. Ich mach da gleich voll den krassen
Mega-Angriff. Auf ein Krokodil? Ja. Dreht sich und schlägt um sich. Ist das Krokodil auf der Seeseite oder? Nee, das war sozusagen direkt da, wo man hochklettern kann, zu uns. Super. Aber ich hab's getötet, also es ist weg. Ach so. So. Steinfundament. Steinfundament. Ah, diese Krähen, verpisst euch. Fangen wir einfach mal hier an, so. Ich esse erstmal hier Käfer. Ich genug Käfer. Ressourcen. Ich muss erstmal eine Kiste, glaube ich, brauchen. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Wir haben eine Kiste. Vielleicht meine eigene Kiste. Ah, wir spielen zusammen, aber jeder hat seine eigene Kiste. Ich verstehe. Okay, ich pack mein Zeug da rein. Wir brauchen trotzdem da bald noch eine Kiste, weil da voll wenig Platz ist. Zack, wow. Die ersten Felsen stehen. Dann geht in unsere Aufnahme schon, lieber Heinrich. 45 Minuten. Okay. Ich glaube, dann machen wir mal einen Break, ja? Genau das war mein Gedanke. Gut, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt von Conan Exiles. Eigentlich haben wir kaum was zum Spiel gesagt, ne? Stimmt. Wir haben einfach gespielt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Nächstes Mal erzählen wir auch mehr zum Spiel. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.